Na gut, durchgebufft sind wir. Rein da. Und hier waren jetzt Beholder, also die fliegenden Augen, und Minotauren. Und da höre ich den ersten Beholder. Genau du. Und dein großer Freund da hinten, der von Hirnschlag keinen Schaden bekommt. Quatsch. Oh, aber ihr wahrscheinlich. Erste flieht. Zweite flieht. Sehr schön. Die Minotauren sind schon mal kein Problem, jedenfalls die normalen. Aber da kommt gleich ein stärkerer. Der blaue nämlich. Danach gibt es noch eine Stufe stärker. Lauf, 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 lauf. Zauberpunkte sind gleich alle. Die können wir ja schon wieder raus. Ja, eigentlich jetzt schon. Ich weiß nicht, ob wir den klein bekommen mit Nutalana. Könnte schwierig werden. Da, ja. Und da kommt der nächste. Ja, 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 ja. Raus hier. Lauf, 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 lauf. Also wir haben jetzt 2 Beholder und 6 Minotauren oder so umbringen können. Ist nicht so die Welt. Diesmal nur die wichtigsten Zauber. Eigentlich wollte ich Bewahrung nehmen. Das da. So, und du solltest eigentlich das da nehmen. Okay. Wieder rein nochmal das Ganze. Mussten wir nicht eigentlich auch noch irgendeinen Auftrag hier drin erledigen? Also wir hatten einen Auftrag für bringe die Knochen von Sovinoch zurück in die Hügelgräber. Den Auftrag meine ich nicht. Wir hatten noch einen Auftrag bekommen. So, das Auge lasse ich erstmal Auge sein. Die sind nämlich doof zu töten. Räumen wir erstmal den Rest auf. Die hier nehme ich alle. Lauf, 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 lauf. Lava. Du zaubern. Aufwecken. Oh, es sind überall welche davon. Ja, ganz so klappt das nicht mit dem Durchlaufen. Oh, du bist ein kleiner. Dich können wir töten. Genau. Einer weniger. Gold kann immer mit. Du bist noch ein kleiner. Komm, stirb. Einen grünen hätte ich noch ganz gerne. Was zur Hölle ist das hier? Oh. Hier geht's tiefer runter. Ich denke nicht, dass tiefer runter so eine gute Idee ist, oder? Oh, aber das sind kleine. Die könnten machbar sein. Dann komm schon. Und kaputt. Was haben wir hier? Eine Königskrone. Ich würde ganz gerne irgendwo rasten, aber ich denke nicht, dass das was wird. Das ein, zwei kleine Augen. Das tut irgendwie weh. Nahkampf, tot. Girogon, hau sie zu Klump. Lay ist verrückt. Hat gerade Talana den Tod gehauen? Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Na gut. Wo geht's hier lang? Raus. Zeit zu gehen. Okay. Hä? Moment mal. Wo sind wir? Da. Ja, sehr schön. Und da rein und da raus. Und wir haben ein Problem, denn sie ist wahnsinnig. Und ist diejenige, die Wahnsinn heilen sollen. Das heißt, du kriegst mal einen davon. Und probierst es einfach. Die Furcht verjagen. Irrsinn heilen. Ja, sehr schön. Und Schwäche heilen sollen wir auch einen Zauber für haben. Gucken wir mal. Furcht verjagen. Nö. Schwäche heilen. Ja, sehr praktisch.
Können wir jetzt schlafen? Wacher machen. Bewahrung machen. Achso, das auf jeden Fall noch. Kann man hier noch irgendwo anders rein? Oder liegt hier noch irgendwas? Ich sehe da einen blauen Punkt, den will ich noch kurz angucken. Du währenddessen. Das da. So, blauer Punkt. Ist hier irgendwo. Ein Stein. Was zur Hölle? Da ist ein blauer Punkt. Müssen wir hochfliegen, ne? Wir können hier nicht höher fliegen. Okay. Herausforderung angenommen. Das Ding will ich jetzt haben. Ich weiß nicht, was es ist und da sind tierisch viele Hydras, aber ich will es haben. Ne, nicht die Seite, die andere Seite. Das ist. Können wir das wirklich bauen? Wow. Ja, 26 gegen 36. Und extrem sexy. Goodie. Wird verkauft. Also das da. Kommt weg. Kommt weg. Das erkenne ich nicht. Kein Platz mehr. Wir wollten noch irgendwo hin, fällt mir gerade ein. Das behalten wir. Aber das war, glaube ich, das Wahrzeichen von dem einen Zwerg. Das brauchen wir nicht, um die Quest zu erfüllen. Das ist einfach nur für uns. Erhöht halt die Erdmagie, aber... Erdmagie... Ich denke nicht, dass sie die Axt benutzen kann, oder? Dafür habe ich... Das kann ich nicht benutzen. Nee. Vielleicht Fähigkeit nicht. Okay, das müssten wir testen. Ob eine Druidin Axt lernen kann. Ich habe nichts davon gesagt, dass sie es gut kann. Einfach nur, dass sie es halten kann. Achso, warten wir uns kurz. Du machst keinen Schaden, du machst Schaden. Du machst keinen, du machst keinen. Du machst Schaden. Also magischen. Du nicht, du nicht, du nicht. Du nicht, du ja, du nicht. Ja, und ganz schön gut zu im Nahkampf. Mach nochmal bitte das da. Dann haut nämlich noch alle besser zu. Dann hätten wir gerne auch Isenheim. Wie viel hast du noch? Bist nicht viel, okay. Hauen. Drei Schaden. Na komm schon. Hau, das war die falsche. Komm schon, Talana. 63? Ja, gleich kaputt. Ja, unten muss ich weg. Tot prügeln. Tot. So. Wir hätten gerne Licht, wir hätten gerne Irsenheim. Oh, das sind ganz viele blaue Punkte. Wir hätten gerne Heilung. Was mit dir? Du bist einfach nur schwach. Ja, schwach kriegen wir weg. Da. Und hier ist etwas. Hallo? Oh, ihr mögt uns nicht. Warum auch immer. Ganz schön stark. Ganz schön stark. Hey, Moment mal. Kaputt. Okay, du heil die da. Dann haben wir... Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Können wir das wirklich brauchen? Nicht ganz so tolle Schilder. Ich habe mich eben gerade verguckt bei der Null bei dem Schild. Nö, nur 1000. Okay. Du kommst mit. Und wir würden gerne das da öffnen. Ups. Können wir das wirklich brauchen? Können wir das wirklich brauchen? Können wir das wirklich brauchen? Wird verkauft. Ein 50 goldwertiger Umhang hier in den Tunnel, Wundigen. Das ist irgendwie ein wenig albern, aber na gut. Du heilen. Oh, da ist noch eine Truhe. Oder? Nee, ist eine Ecke. Ah, eine Taube. Sehr schön. Ein paar mehr. Nicht mehr ganz so schön.
Stirb, du großer Dora. So, gut. Ja, sehr schön. 32.000 Gold, ganz viel zu verkaufen. Und eine mächtige Hellebarde. Keinen Platz mehr. Oh, das sind zu viele. Da laufen wir mal kurz. Oh nein. Nehmen dich mit, laufen wir weiter. Du heil dich. Dann würde ich eigentlich ganz gerne raus. Ausgang war da, da und da hinten. Also ich glaube, da hinten ist dann der eigentliche Ausgang. Also der nach Zwergenland. Gucken wir mal. Ich schiele so halb auf die Karte oben rechts und nicht lang. Hey, Jungs, blockiere den Weg zu gut. Nicht wieder runter, nein. Genau, ganz viele Augen, das hört sich gut an. Also hört sich nach Ausgang an. Aber das ist wieder der Ausgang nach, wo die Folge angefangen hat, oder? Ja. Okay. Ich denke, es wäre fast einfacher, wenn wir uns nach Harmondale teleportieren und von da aus laufen würden. Das ist echt einfacher. Ja, das mache ich, glaube ich, auch. Weil die Augen zu töten ist nervig mit nur einem Zauber, der sie verletzen kann. Das heißt, du bitte das da. Haben die. Dann würden wir gerne Sachen verkaufen. Geschlossen. Oh. Guten Tag. So. Moment. Danke, bis dann. Guten Tag. Darf ich helfen? Du kannst weg. Du kannst nicht weg. Ihr könnt weg. Ich würde gerne helfen. Du kannst anscheinend auch weg. Danke. Okay. Dann gleich fliegen, bitte. Achso, geht hier drin nicht, ja. Geht aber. Komm schon. Jetzt. Und jetzt zu den Hügelgräbern. Weil das ja doch ein bisschen wichtiger ist, die Mission, als einfach nur einen Dungeon leer zu bekommen. Was wir über Zeiten machen werden. Also die Tunnel von Niggen, da ist bestimmt noch irgendwo was Interessantes. Hügelgräber. Also ich werde mir jetzt echt eine Liste machen von 1 bis 16 oder so. Dann werden wir jedes durchgehen müssen. Und bei jedem auf die Gräber klicken. Wobei ich fast den Verdacht habe, dass das in demselben Abteil war wie der Altar. Da war nämlich ein recht mächtiges Gruftgebilde. Also wir sind in... Wo ist ein Stift? Da ist ein Stift. 9. So. Wo ist... Da ist... Ups. Ich glaube, ich kann es mir verkneifen, die Kisten hier zu öffnen, oder? Also 9 war nix. Wir gehen jetzt nach 5. 5 ist schon mal duster. Und hier können wir nicht mehr sehen, wo es hingeht. Oh, ja. Wer hat das Ding? Das erkenne ich nicht. Suchgegenstand. Der Schädel des alten Zwergenkönigs Zuka dem Vierten. Sieht nicht besonders beeindruckend aus. Ja, das ist ein Schädel. Die sehen alle gleich aus, fast. Aber wenn es ein Zwergenkönig ist, wird es wirklich ein wichtiges Grabmal sein. Also wird es der Raum sein, der mit einem Ankh markiert ist. Wo wir auch das andere bekommen haben. Problem ist nur, ich habe keine Ahnung, wie wir zu dem Ding hingekommen sind. Also ich werde jetzt wild in irgendwelche Räume springen. Das ist jetzt 2.
Hier ist nichts, da ist nichts.